Green Tech Festival ist die Plattform für nachhaltige Innovationen, für grüne Technologien. Ab was setzt man da ungefähr um in Berlin mit so einem Festival? Ich freue mich extrem auf die Green Awards, also wirklich die Oscars für Nachhaltigkeit. Ich bin Nico Rosberg im Team. Nico ist einer der Gründer vom Green Tech Festival. Mein Hauptjob ist natürlich Green Tech Festival und natürlich auch unser Racing-Team. Wir haben ja ein Elektro-SUV-Racing-Team in der Extreme E. Mit Nico kann man auch extrem viel Spaß haben und auch extrem viel, auch Party machen. Du bist im Bereich E-Mobilität, du bist CEO. Wo bist du denn? Wo lebst du? Wie heißt denn der Ort? Monaco. Heute fliegen wir mit Maximilian Wassler, dem CEO vom Green Tech Festival. Maximilian, bist du bereit zum Abheben? Ich bin bereit. Geht schnell, oder? In dem kleinen Ding. Bist du schon mal in so einem kleinen Flugzeug geflogen? Nee, so kleiner Ding. War doch noch nie im Elektroflugzeug. Nee, das ist Wahnsinn. Das ist noch mehr wie ein Simulator. Findest du es? Wie in so einem Simulator. Bist du mal Simulator geflogen? Ja, bin ich. Bist du schon mal über Berlin geflogen? Ja, einmal kurz. Papa hat mich mal in... Wie ist der andere Flughafen? Schönhagen. Schönhagen, genau, abgeholt. So, das heißt, dein Vater hat quasi auch selber ein Flugzeug und daher kennst du schon kleine Flugzeuge zu fliegen, aber genau. Genau, noch nie Elektro. Das ist schon was ganz Besonderes. Du bist der CEO vom Green Tech Festival. Was ist dann das Green Tech Festival? Green Tech Festival ist die Plattform für nachhaltige Innovationen, für grüne Technologien. Ist ein Festival in Berlin oder das größte Festival in Berlin. Zum Thema Nachhaltigkeit und wir sind und wollen eine Plattform sein für große Big Player wie Audi, unser Hauptsponsor, aber auch für ganz viele Startups, für Politiker, für Umweltaktivisten, für eigentlich für jedermann, der sich von uns präsentieren kann. Und nur gemeinsam können wir den Weg für eine nachhaltigere Zukunft erschließen und wir müssen gemeinsam an allen Strängen ziehen. Und das Green Tech Festival ist jetzt dieses Jahr in Berlin. Genau. Wann ist das genau? 15. bis 17. Mai. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal in der Messe Berlin. Wir haben den Weg gewählt zur Messe, weil wir viel mehr Platz brauchen. Weil wir waren jetzt 2 Jahre am Flughafen Tegel. Das ist auch passend dazu. Und genau, Messe Berlin, weil wir einfach wachsen und noch größer wollen. Und ja, die Vision schon ist, dass wir in 3 bis 5 Jahren das ganze Messegelände voll machen. Und ja, ähnlich wie es eine CES in Las Vegas ist oder das Abwasser West in Austin, wirklich das größte Festival zum Thema Nachhaltigkeit sind weltweit. Wie bist du denn zu dem Festival gekommen? Du, ganz spannend. Ich bin bei Nico Rosberg im Team. Nico ist einer der Gründer vom Green Tech Festival. Ich bin jetzt eigentlich schon seit 4 Jahren, also 2019, bei Nico im Team und immer auch von seiner Warte aus verantwortlich für das Festival. Und jetzt seit letztem Jahr im Sommer, früher beim Green Tech Festival als CEO tätig. Und ja, macht mega viel Spaß. Und es ist nicht mehr lang bis zum Event und ja, sind alle schon sehr aufgeregt. Das wird richtig cool werden. Und damit wir quasi nächstes Jahr dann das große Messegelände machen können und die Messe jetzt schon strömen, hast du quasi für uns und unsere Community einen Rabattcode mitgegeben und ein wenig Rabatt für das größte Ticket quasi. Gibt es 25%? Genau, für den Conference Pass, wo man wirklich uns alles erleben kann, also die Conference 2 Tage erleben kann, wo man auch das Konzert erleben kann. Wir haben Camrad on Stage, auf der Mainstage als Konzert. Genau, und wir bekommen 25% auf den Conference Pass. Genau, holt euch das Ticket, du wirst vor Ort sein, ich werde vor Ort sein. Was werden noch für Unternehmen, Firmen, Leute vor Ort sein? Ganz, ganz. Rostock wird wahrscheinlich auch vor Ort Nico sein. Nico ist natürlich vor Ort. Ist auch sehr, sehr viel Politik vor Ort. Von Christian Lindner über Stellvertreter, alle bei uns. Es sind große Aussteller da. Es ist Audi da. Es ist Stadler da als neuen Partner. Wir haben ein eigenes Startup-Land mit 50 Startups, denen wir kostenlos den Platz zur Verfügung gestellt haben, um sich, weil wir auch die Innovation fördern wollen. Und die Startups sind wichtig für die Zukunft. Wir haben Musik, wir haben eine Outdoor-Stage mit ganz vielen Newcomer-Bands. Carpenter habe ich schon gesagt, das Main-Stage.
ja, viele unterschiedliche Sachen. Also geht das ja schon fast von Messe schon so ein bisschen fast Richtung Festival oder so, wie bei dem OMR-Festival? Genau, genau. Es ist ziemlich ähnlich. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja das ganze Thema auch mit Emotionen beladen. Wir wollen wirklich ein Festival sein. Wir haben eine Conference Stage, wir haben Musik, wir haben ein Fußballfeld. Ion bringt ein eigenes Fußballfeld zum Great Lake Festival, weil einfach das Thema Stadien und Stadien nachhaltiger auszustatten und jetzt auch mit der Euro, die in Deutschland ist, die ja die nachhaltigste Euro überhaupt werden soll. Ein super Thema. DFB wird vor Ort sein, wird auf den DFB-Pokal bringen. Also sprich, man kann auch ein Foto machen im DFB-Pokal und ja, ganz viele Sachen. Das klingt spannend, dann kommen wir da gleich nochmal zu, aber erstmal interessierst du mich jetzt auch nochmal und wie du quasi aufgewachsen bist, wo du herkommst, weil du warst im Marketing von Red Bull, du machst ganz viele verschiedene Marketing-Sachen, bist dann ins Team von Nico Rosberg gekommen, du berätst, du verwaltest Gelder, du bist im Bereich E-Mobilität, du bist CEO, wo bist du denn, lebst jetzt in, wo lebst du? Wie heißt denn der auch? Monaco. Ja, du lebst in Monaco. Du bist schnell mal hierher gekommen. Wie bist du aufgewachsen? Ja, also ich komme aus Österreich, wie man glaube ich hören kann. Komme aus Graz. Natürlich muss ich sagen, Rom ist die schönste Stadt Österreichs. War immer schon sportbegeistert. War früher Skirennläufer in Österreich und habe dann, nachdem es mit der beruflichen, sportlichen Karriere nichts geworden ist, also mit der aktiven, macht, okay, dann mache ich es wenigstens passiv und bleib so sporttreu. Und ja, habe dann Sportmanagement studiert in Madrid auf der Real Madrid University. Was ganz cool, weil du halt sehr nah dem Club bist und immer bei den Spielern bist und bei den Spielen bist. Das ist ganz cool und extrem viel lernst. Und bin dann zurück nach Österreich und habe bei Red Bull angefangen im Motorsport. Relativ schnell einen guten Job bekommen. Und bin so der Motorsport hineingewachsen. ACE ist unser Partner, wenn es um Energiekonzepte und Voltaikanlagen geht. Und der Gründer und CEO Tayo Adler wird in einer der nächsten Folgen abgehoben im Elektroflugzeug mit mir über sein Unternehmen und seine Konzepte sprechen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr große Freiflächen habt, große Industriedächer habt, dann schaut doch mal auf die Website, was Adler so bietet. Und ansonsten geht es jetzt erstmal weiter mit der Folge abgehoben. Und dann nach 5 Jahren bei Red Bull kam. Was hast du da konkret gemacht bei Red Bull? Also, weil es ist ja ein super spannendes Thema, also überhaupt da erstmal reinzukommen. Genau, ich war stationiert quasi am Red Bull Ring, das ist die Rennstrecke in Österreich, und da verantwortlich für die ganzen großen Events, Formel 1, MotoGP, DTM und so weiter und auch Red Bull Air Race, einfach so in diesem Marketing-Motorsport-Bereich weiterzuentwickeln, die ganzen Fan-Aktivitäten, das Entertainment rundherum und der sportliche Geschichte auf der Rennstrecke. Das hast du quasi 5 Jahre lang gemacht, viele Leute kennengelernt. Wie kamst du dann quasi ins Team von Nico Rosberg? Ja, das war ganz lustig. Ich habe irgendwann mal einen Anruf von einer französischen Nummer, einer monegassischen Nummer von einem Handy. Weil so eine fremde Nummer kenne ich nicht, gebe ich nicht ab. Ja. Und dann kam so 2 Minuten später, Nico Rosberg hier, ruf mal zurück. Ja. Und, ja. Ach, per SMS oder was? Per SMS, WhatsApp. Ja. Also ich wusste schon, dass es irgendwo einen Kontakt gibt über eine Bekannte von uns. Und wusste, dass er sein Team aufbauen will, nachdem er vom 1-Weltmeister geworden ist. Und sich jetzt quasi sein zweites Legacy aufbauen möchte, da Leute für sein Team sucht. Und so ist es dann zustande gekommen. Dann haben wir uns getroffen, haben wir mal 4 Stunden lang Abend gegessen und über keinen Job gesprochen, sondern einfach nur über, was er erreichen möchte, was ich erreichen möchte, wo wir gemeinsam hinkommen können. Und ja, dann haben wir uns gefunden und habe dann bei ihm in Monaco angefangen und war ursprünglich damals dafür zuständig, dass ich sogar seine Unternehmen, wie jetzt das Green Tech Festival, wo er Gründer ist, verwalte aus seiner Perspektive und da mitarbeite und quasi meine Erfahrung, meinen Input reingebe, um die weiterzuentwickeln. Aber wie ist er jetzt quasi zu dir gekommen? Weil erstmal bist du ja quasi, du hast in Österreich, also ihr kanntet euch ja vorher noch nicht, du hast in Österreich gearbeitet, warst bei Red Bull, aber so schnell ruft ein Nico Rosberg ja jetzt auch nicht an. Ja, das stimmt. Naja, man hat schon ein bisschen Kontakt. Vielleicht sollte ich mal bei meinen Nummern, die ich nicht kenne, rangehen. Guter Punkt. Das habe ich mir danach auch rumgedacht. Wir kannten uns ja ein bisschen durch die Formel 1, weil ich ja für die Formel 1 und dann auch die Autogrammstunde für die Formel 1 Fahrerzeuge zuständig war. Und wir haben eine gemeinsame Freundin oder Bekannte in Hamburg. Sie wusste, dass Nico sein Team aufbaut.
Sie wusste auch, dass ich bei Red Bull bin, Motorsport und im Marketing zuständig bin. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kenne den aus Österreich, der könnte für dein Team ganz gut passen. Ja. Und ja, so ist dann unter Transparenz meine Nummer hergegeben und meinen CV. Und dann ist das so gekommen. Und zum Nico ist, ruft einfach an und dann telefoniert man. Und das war auch so lustig, weil er gesagt hat, ja, er meldet sich am Montag in der Früh dann. Und ich mache die Abgepasst, sitzt zu Hause auf der Couch und denkst dir, naja, Nico ruft normal telefonisch an oder schreibt dir, und er ruft mit FaceTime an. Ja. Du sitzt mit dem Jogger auf der Couch und denkst dir, oh je, jetzt. Ich muss jetzt rangehen. Was mache ich jetzt? Naja, hebe ich ab? Naja, gut, Nico lag auch auf der Couch mit dem Jogger. Deswegen hat schon super funktioniert. Und nee, es war gleich eine gute Stimmung da, eine Harmonie da. Und ja, so haben wir uns dann gefunden. Was waren damals oder bei dem Essen, was waren sozusagen damals deine Ziele und seine Wünsche ganz grob oder wie ist das dann quasi gematcht, wo wolltest du hin? Weil bei Red Bull, ich meine, das war ja jetzt wahrscheinlich kein schlechter Job. Nee, absolut. War mega Erfahrung und quasi ja eigentlich als Job-Einsteiger eine super Verantwortung, die ich gleich von Anfang an bekommen habe. Und ja, ich habe nach 5 Jahren mal was anderes zu sehen und vielleicht auch so ein eigentümergeführter Unternehmer, das in einen kleineren Bereich zu gehen und wo man noch mehr bewirken kann und selbst quasi das, was man macht, einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, die entstehen. Und ja, ich war natürlich lustigerweise, ich habe damals im Red Bull Ring mit meinem damaligen Chef im Marketing, wir haben unser eigenes Event gegründet, das war damals die E-Mobility Play Days, also schon Nachhaltigkeit und Elektromobilität, Vorreiter-Event quasi. Und natürlich war ich da fit mit dem Green Tech Festival, was Nico gegründet hat, bin ich perfekt. Und ja, so kam es dann auch irgendwo zustande. Genau. Ja. Und da bist du quasi für den Part Marketing in das Team von Nico Rosberg gekommen? Ja, genau. Also Marketing und aber fast mehr Business Development. Also wie gesagt, seine Unternehmen weiterzuentwickeln. Nico war ja auch der Höhle der Löwen. Ja, aber woher konntest du erstmal quasi Unternehmen auch weiterentwickeln? Also weil du bist ja auch unfassbar jung. Also du machst es jetzt auch schon lange. Also ich würde mich jetzt nicht zutrauen, mir sozusagen die Unternehmen von Nico Rosberg weiterzuentwickeln. Naja, man braucht Mut. Und man muss es einfach machen. Sehr gut. Man darf keine Scheu haben. Und einfach durch die Erfahrung, die ich hatte und was man einfach so mitnimmt im Leben. Und durch jetzt natürlich die berufliche Entwicklung oder die was man im Studium lernt, etc. Ne? Was waren das für Unternehmen, die du denn weiterentwickelt hast? Nee, Nico, wie gesagt, Nico war bei Höhle der Löwen. Ja, genau. Und die Investments, die er dort getätigt hat. Aber hatte er vorher auch schon verschiedene Unternehmen, weil er ist ja quasi aus der Formel Rheins raus, ist dann in Frührente erstmal gegangen. Sportliche Frührente. Und er ist ja dann quasi unternehmerisch aktiv geworden, das kennt man. Also er hat ja relativ viele Sachen gegründet, sich für E-Mobilität und so eingesetzt und kam ja dadurch ja dann auch, soweit ich weiß, zur Höhle der Löwen, weil man auch sein Engagement dazu quasi kannte. Das heißt, er hat ja quasi Firmen gehabt und ist dann auch in Firmen investiert. Und warst du vorher dann an den Firmen davor auch schon beteiligt oder bist du dann quasi direkt dann zur Höhle der Löwen eingestiegen? Nee, ich war, also Greentech Festival war so das Hauptthema, dass er ja 2019 gegründet hat, 2018 gegründet hat, nachdem er seinen Award bekommen hat. Ja. Und dann hat er noch die Nico Rosberg Racing Academy, also eine Kart Academy. Ja. Und lustigerweise alle Motorsportfans, wenn sie es wissen, Kimi Antonelli, das größte Mercedes-Talent, was jetzt quasi Nachfolger von Lewis Hamilton werden sollte, war damals schon bei uns in der Akademie, quasi ein Nico Rosberg-Sprössling. Das war so mein Thema. Und dann unterschiedlich andere kleine Themen, so im Marketing, Events etc., die Nico gemacht hat, die ich quasi da weiterentwickelt habe. Und dann war Höhle der Löwen. Wo ich quasi mit meinem Kollegen, der dann den, sag ich mal, den Finanz- und rechtlichen Teil weiterentwickelt habe, war ich so quasi für den Commercial-Bereich zuständig. Das war eben von unterschiedlichen Startups, von Insektenpasta bis unterschiedliche Bereiche und die dann einfach weiterentwickeln. Können wir einmal hier kurz rausschauen, bevor wir da weitermachen? Was ich an dem Flugzeug liebe, ist, dass es so ruhig ist, dass man auch so tolle Fenster hat und jetzt einfach hier Berlin sieht. Das mega Berlin, schön. Fernsehturm, die Spree, Oberbaumbrücke da unten. Mega. Näher kommen wir da nicht ran. Und da sieht man, das ist Tempelhof.
Das ist Tempelhof. Da sind die großen Dungelanden mit den großen Maschinen. Genau, da fand das erste Gründerquest-Rennen 2019 statt. War damals gemeinsam mit der Formel E. Danach war ja 2 Jahre Pandemie, mussten wir ins Kraftwerk siedeln. Und jetzt waren wir 2 Jahre am anderen Flughafen in Tegel. Ja. Und dieses Jahr bei einer Messe bin ich. Wahnsinn. Ja, das fand ich damals auch sympathisch. Ich habe mich so gefreut, dass Nico quasi zur Hürde der Löwen gegangen ist. Der hat ja quasi den Frank Thelen ersetzt. Und obwohl ich Frank Thelen auch mochte und cool fand. Aber ich war, sagen wir mal, ein bisschen traurig, dass Frank Thelen geht. Dann habe ich gehört, Nico Rosberg kommt. Dann dachte ich mir, ah, krass, krass. Ja. Nee, da habe ich mich sehr gefreut, auch über den Ansatz, wie er quasi investiert hat und wo er rein investiert hat und mit welchen Ansätzen und fand das alles ziemlich smart. Und quasi, man sieht ihn dann in der Sendung und du bist dann quasi aber der Mann, der das dann im Hintergrund sozusagen managt, verwaltet. Mein Bruder und ich machen zusammen das Format Abgehoben und unser heutiger Partner ist Wechselpilot und zwar wechselt Wechselpilot eure Strom- und Gastarife für euch ganz automatisch. Dafür gibt es extra eine Abgehoben Landingpage und einen Abgehoben Rabattcode. Mit diesem Rabattcode bekommt ihr 20 Euro Cashback. Ich schaffe es auch jedes Jahr immer wieder nicht, die Tarife selber zu wechseln, weil es ist zu umständlich, es dauert zu lange und die übernehmen das für euch. In der Regel kann man da bis zu 300 Euro, manchmal sogar noch mehr sparen. Das, was ihr spart, davon gebt ihr der Plattform sozusagen 20% ab. Also wenn ihr 100 Euro am Ende des Jahres spart, bekommt die Plattform 20 Euro wieder. Das finde ich fair, dafür habt ihr den ganzen Stress nicht. Also klickt hier unten mal drauf, schaut euch das an, müsst euch nur einmal antragen und dann habt ihr quasi die nächsten Jahre Ruhe. So, und jetzt geht's weiter. Genau, also wir waren ein Team. Man muss mal sagen, wir waren vergleichbar jetzt, wie es die anderen Löwen waren, relativ klein, aber mit sehr viel Elan dahinter. Wir waren so ein Team von 3-4 Personen, also aus unterschiedlichen Bereichen, Finance, Marketing, Kommunikation, PR. Und ja, und wir haben das dann versucht weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten, die da waren von den jeweiligen Startups, zu nutzen, zu verbessern und vor allem Nico als The Voice und Nikos Reichweite da zu nutzen, den Startups nicht nur inhaltlich weiterzuentwickeln, sondern natürlich auch Reichweite zu geben. Was konntest du da konkret schaffen oder konkret weiterbringen? Du bist so bescheiden und schiebst die Erfolge quasi immer auf das Team und auf Nico und so weiter und so fort und nimmst dich so zurück wie den kleinen Praktikanten hier. Aber ja, genau. Du bist ja quasi, was pushst du da sozusagen konkret? Wo gehst du da rein? Wie bringst du mit deinem Ding das Team, die Marken, die Firmen voran? Worauf bist du da stolz? Es ist schon das ist immer der Teamgedanke. Da komme ich her. Weil umsonst da kann ich jetzt nicht so kurzfristig vom Event hier sitzen mit dir und eine schöne Runde um Berlin fliegen, weil einfach das Team wichtig ist und das Team auch jetzt beim Green Deck Fest einfach so performt. Deswegen kann ich mir jetzt kurz die Freizeit nehmen und mit dir einen schönen Rundflug machen. Aber ja, also wo ich am meisten auch für mich mitgenommen habe, einfach zu verstehen, wie Startups funktionieren, was man mitnehmen kann. Und dass man sich eigentlich, was noch mal sagen, da ruft Leuten nicht scheiße soll, sondern einfach machen soll und nicht groß überlegen. Und natürlich ist es Risiko und es ist oft auch das private Geld und das Geld von der Familie, aber man muss es einfach machen. Wenn man keinen Mut hat und nicht das Investment trägt, also nicht nur finanziell, sondern auch in das Unternehmen und damit lebt, dann man muss es einfach machen. So wie du auch bei dir, ne? Du bist ein Elektroflugzeug und hast alles Mögliche auf die Welt gesetzt, um ein Elektroflugzeug zu bekommen nach Berlin oder nach Deutschland. Das stimmt. Und wir haben, das hat das Team geschafft. Das könnte ich jetzt nicht mit dir fliegen. Jetzt hat man ja quasi so ein Festival. Jetzt ist ja quasi die Reichweite, der Ruf, alles gigantisch von Nico Rosberg. Aber trotzdem ist ja nicht ein Festival da, Wenn Nico Rosberg schnippst, wie schafft ihr das denn jetzt, weil das ist ja wahrscheinlich auch dein Schwerpunkt Marketing, wie schafft ihr es denn, das Thema Elektromobilität, was ja auch nach vorne kommt, was boomt, wie schafft ihr es, die Leute daran zu bringen, dass die das Unternehmen da rein investieren, dass die Leute da hinkommen, dass Gäste hinkommen, weil ihr müsst ja Tausende von Menschen mobilisieren. Wie macht man das? Und dann ja auch noch für 399 Euro minus 25% mit unserem Code. Das sind mehrere Ansätze. Also was immer ganz wichtig ist, dass das Produkt stimmt. Also du musst ja etwas dem Kunden oder auch dem Partner vorsetzen oder ein Produkt entwickeln, das ja Sinn macht. Das ist ja nicht
macht man ja nicht zum Spaß, sondern es muss ja, ja inhaltlich passen. Und wir haben auf der Konferenz allein so starke Panels und so auch Konfrontationen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir bewusst auch die letzte Generation bei uns auf der Konferenz, denen auch die Bühne zu geben und nicht als Scheu und Angst zu haben, dass jetzt irgendwas bei uns passiert oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch jedem die Möglichkeit geben und auch die Kontroverse zu fördern. Ne? Weil wir haben, ob das jetzt auf der Politikseite ist oder von größeren Unternehmen sind, die natürlich nicht so positiv dem Thema gegenüber sind, manche positiv, aber wir versuchen ja beide bei uns auf der Plattform zu haben. Und das muss man im Marketing genauso machen, wie jetzt bei der Sponsorenakquise, der Exhibition-Exhibition. Und ja, es ist, ich würde schon sagen, wir sind in unserem Team nur 25 Personen, haben aber ein Festival in Berlin, wo wir 6 Bühnen haben, wo wir 4 Hallen bespielen, eine riesige Outdoor-Fläche haben mit Konzert etc. Und dann noch 3 internationale Events. Ne? Wir sind in London, in Los Angeles und in Singapur, die sind ja auch noch vertreten. Das ist schon extrem spannend. Und ist das so, dass das jetzt auf Wachstum ausgelegt ist? Also erwartet ihr da Gewinne oder sagt ihr, pass auf, wir wollen wachsen, wir nehmen das Geld, investieren es in Singapur, wir investieren es darin, wir investieren es ins nächste Jahr? Genau, das ist unser Ziel und das ist auch unser Ziel in den nächsten 5 Jahren, dass wir wirklich Berlin als den Ort oder die Location weltweit zu dem Thema machen. Wir wollen wirklich alles, was wir haben, in Berlin investieren und auch gemeinsam mit der Politik, die ja sehr hinter uns steht und auch gefördert werden, auch von Franziska Giffey, wirklich Berlin als den Standort etablieren. Und wir haben ja auch unser Motto quasi darauf ausgelegt, Accelerating Change von Berlin, um wirklich das Messegelände irgendwann mit 70.000, 80.000 Besuchern zu bespielen und wirklich diesen OMR auch in Hamburg perfekt macht, ja. Genauso in Berlin umsetzen. Und wirklich nur die Größenordnung gehen und dafür investieren. Das machen wir auch dann weiterhin international, aber Berlin soll schon wirklich das Maß aller Dinge werden, weltweit. Und auf welche Gästepartner, worauf freust du dich da am meisten oder wo siehst du auch das meiste Potenzial der Weiterentwicklung oder in der Zukunft, was E-Mobilität angeht? Also ich freue mich extrem auf die Green Awards. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung, also wirklich die Oscars für Nachhaltigkeit. Kann man sagen, wo wir auch den größten grünen Teppich weltweit haben, also nicht roter Teppich, sondern grüner Teppich. Und da von Politik über VIPs, Promis, alle vor Ort haben wir. Aber ich freue mich extrem auf unsere Startups. Also wir haben zum ersten Mal ein Startup-Land dieses Jahr auf die Beine gestellt, wo wir Startups kostenlos die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu zeigen, was wir so machen, weil das ist die Zukunft. Die brauchen wir, die brauchen die großen Partner, die brauchen wir alle, um wirklich Technologien zu fördern und Technologien auf den Markt zu bringen, die uns weiterentwickeln. Neben dem Green Tech Festival, wenn ihr in Unternehmen investiert, investierst du auch selber in Unternehmen oder macht ihr das quasi immer über die Marke Nico Rosberg? Also grundsätzlich ist Nico Rosberg, hat ja auch seine eigene Venture-Firma zu dem Thema und ist da sehr, sehr engagiert. Ich persönlich habe, natürlich gibt es unterschiedliche Bereiche, aber ich habe ja auch vor 2 Jahren mit meinem Freund und Kollegen aus Graz auch unser eigenes Startup gegründet. Das ist ein Fintech-Startup, das langfristig den CFO für kleine und mittlere Unternehmen digitalisieren soll. Mhm. Und werden wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt gehen. Und ja, so, ist auch ein ganz spannendes Thema, was man so nebenbei noch machen kann. Mein Hauptjob ist natürlich Green Tech Festival. Und natürlich auch unser Racing-Team. Wir haben ja ein Elektro-SUV-Racing-Team in der Xtreme E, namens Rosberg X Racing. Wo ihr durch die Wüsten fahrt. Genau, wir fahren durch die Wüste, wir waren in Grönland, wir waren in Uruguay, in Chile. Das ist schon das Ziel, also auch der Rennserie an sich, dass wir zu den Orten fahren, die am meisten vom Klimaschutz betroffen sind und durch unseren Sport Aufmerksamkeit bieten zu den Problemen, die es gibt. Und das funktioniert mit Sport einfach super gut und naja, wie halt Nikos Ansatz ist, so wie es in der Formel 1 ist, er will die Nummer 1 sein und er will in jedem Bereich der Beste sein und so ist es auch in der Businesswelt und zum Racing-Team genauso. Es gab jetzt 3 Saisonen, 2-mal davon sind wir Weltmeister geworden. Ist ja auch schon was Schönes, wenn man auch für diesen Motorsport-Bereich mit dabei hat. Das macht schon Spaß. Wie schaffst du es denn jetzt für dich, diese Ruhe bewahren,
zu bewahren. Also du wirkst nicht so ruhig, gelassen, konzentriert, fokussiert. Nimmst du die Zeit jetzt kurz vor diesem großen Festival? Wie machst du das? Wie delegierst du das? Wie vertraust du? Also wie schaffst du das? Also ich glaube, das ist so eine irgendwo meine Grundeinstellung, meine Grundmentalität, die ich auch von zu Hause mitbekommen habe. Einfach so dich einfach nicht stressen lassen, sondern du kannst eh nur das machen, was du machen kannst. Aber das ist auch so dieser eigene Antrieb, den ich auch habe. Also ich versuche, ich definiere mich immer selber durch Leistung. Ich definiere mich nicht durch irgendwie Ansehen oder sonst irgendwas, sondern es ist immer Leistung. Und ich bin eher mein persönlich schärfster Kritiker und versuche mich immer selbst am meisten zu pushen, aber trotzdem braucht man auch diese Ausgeglichenheit und die bekommt man durch Umfeld und wie gesagt, durch das Team. Ich meine, ich bin, glaube ich, auch eine Person, also grundsätzlich halte ich nichts von so Micromanagement, weil jede Person, die in der Berufswelt ist oder vor allem in dem Bereich, wo wir tätig sind, ja auch alt und erwachsen erfahren genug ist, um sich selbst zu managen. Natürlich bei manchen brauchen mehr Einheiten, manche brauchen ein bisschen weniger Einheiten. Aber grundsätzlich lasse ich lieber jemanden laufen und jeder muss selber auch erlernen, was er kann oder was er nicht kann und in welche Richtung er gehen muss. Und ja, da versuchen einfach den Fokus auf die Dinge zu setzen, die entscheidend sind und die wichtig sind. Und vor allem das Wichtigste ist sowieso Kommunikation im Team oder generell auch. Ne? Das Team, was ich sozusagen wichtig beim Team finde, das sprichst du jetzt an. Also scheint Nico Rosberg ja auch ein großer Teamplayer zu sein. Absolut. Aber er ist ja quasi ein Teamplayer und muss ja als ehemaliger Formel-1-Fahrer ja auch schon irgendwie auch Egoist sein, sonst kommst du ja nicht dahin. Das ist ja überhaupt gar nicht negativ gemeint, das ist ja quasi auch ein Antrieb, den wahrscheinlich auch Cristiano Ronaldo und alle anderen haben. So, du wirst jetzt wahrscheinlich, weil du ihm ja auch, du hältst ihm ja den Rücken frei in dem Team. So, das heißt, du wirst ja wahrscheinlich noch mehr der Teamplayer sein, er braucht das Team, weiß, dass er es braucht, aber wie ist denn da so sein Charakter im Team? Also Nico, natürlich, du brauchst ja, wenn du wirst nicht umsonst Formel 1 Weltmeister, wenn du nicht alles so viel tust und auch klar deinen Weg gehst und deinen Weg gehst, egal welche Hindernisse vor dir sind. Genauso ist es auch in der Businesswelt. Also wenn Nico ein Ziel vor den Augen hat und die hat er und dann wird auch alles dafür getan und dann wird alles dafür getan, die Nummer 1 zu sein. Ja. Bis jetzt beim Green Tech Fest Service oder beim Racing Team und Nico ist aber auch sehr, sehr involviert und engagiert. Ja. Natürlich hat er seine Spezialisten oder seine Experten oder seine Manager um sich, die in den jeweiligen Bereichen, ob das jetzt ein Finanzthema ist oder ob das jetzt auch auf dem Immobiliensektor ist oder im Greentech Festival oder ob es ich bin, wir natürlich die Experten sind in den jeweiligen Fach sind, aber trotzdem ist Nico einer, der natürlich extrem breites Know-how hat, sehr extrem wissbegierig ist, also der wirklich alles sofort immer nachliest, immer recherchiert und schaut, wo kann man sich noch verbessern und unglaubliches Gedächtnis hat. Also dann kannst du sagen, ich habe vor 4 Wochen oder vor 3 Jahren an dem Tag das gesagt, er weiß es. Also er vergisst nichts. Also das ist schon die mentale Fähigkeit, die man auch durch den Sport wahrscheinlich erlernt hat, ist einfach Wahnsinn. Ist daraus dann auch eine Freundschaft entstanden aus der Arbeit? Oder wie ist so das Verhältnis zum Arbeiten? Wie funktioniert das? Weil man braucht ja auch wirklich Vertrauen dann zueinander, gerade wenn es auch darum geht, auch Vermögen zu verwalten, in die Firmen zu investieren. Also ich sage mal, es hat immer, wie immer in jedem Job gibt es Höhen und Tiefen, aber wir sind beide, die sehr, sehr direkt und ehrlich zueinander sind und direkt einem sagen, wenn einem es nicht passt oder wenn man es anders machen will. Und mit Nico kann man auch extrem viel Spaß haben und auch extrem viel, auch Party machen und andere Dinge machen und es ist schon, ja, es ist schon eine Freundschaft auch. Also es ist nicht nur rein work-related, sondern da gibt es schon viele Phasen, wo man einfach abschalten kann und einfach eine gute Zeit hat, ob das jetzt beim Paddel oder beim Tennisspielen ist. Da ist Nico genauso ehrgeizig. Oder ob das mal, ja. Schummelt er auch? Nee. Nicht beim Tennis oder so? Er ist zu gut. Er gewinnt auch so. Er ist zu gut, wirklich. Also es macht er auch Sachen, die er nicht gut kann? Also wenn ihr zum Beispiel, wenn du jetzt ihn zum Bowlen einladen würdest und er kann nicht bowlen, würde er kommen? Ja, würde er schon machen. Und was nochmal mich jetzt beim Team interessiert, weil viele sprechen halt von Mitarbeitern und so weiter und so fort und Leuten irgendwie was für die ein tun und so, aber wenige jetzt so im Kern vom Team wie du. Was macht für dich ein gutes Team aus oder wie sucht ihr euch ein Team aus? Was gute Teamplayer? Wie kann man, wenn man jetzt ein Startup gründet, wenn man was macht oder so eine Agentur, wie wir es machen, was braucht man für Menschen?
Du brauchst, ganz wichtig ist die Ausgewogenheit. Du darfst da nie jemanden ins Team holen, der gleich ist wie du. Ja. Am besten holst du immer Leute ins Team, die smarter, intelligenter sind als du, weil davon kannst du noch was lernen. Ja. Und wie gesagt, du brauchst die Ausgewogenheit, ob das jetzt die, ja, die, sagen wir mal, diese Einzelschüler sind oder die, die Kreativen sind oder die, die Kommunikativen sind. Du brauchst ja, eine Ausgewogenheit, ob das, wie gesagt, in jeglicher Hinsicht und ja, unterschiedliche Fähigkeiten, die ins Team holen, unterschiedliche Altersgruppen auch, ist auch gut, weil die neue Generation, die junge Generation, das musste ich jetzt am meisten lernen von der jüngeren Generation, die vor allem die auch jetzt in Berlin sitzt, ja. Dass das schon eine andere Einstellung ist, andere Mentalität ist, eine andere Generation ist. Und ja, es macht aber auch Spaß und viel ist auch ein bisschen Bauchgefühl zu verstehen, wenn du Personen zum ersten Mal siehst und auch versuchen rausgehen aus deiner eigenen Bubble und einfach andere Personen mit ins Team holen und andere Kulturen auch. Dann freue ich mich sehr auf das Green Tech Festival. Ich freue mich sehr, dass wir ein Teil dabei sein dürfen. Ich freue mich, wenn noch einige von uns quasi vorbeikommen und wir das Festival genießen können und wir auch ja, Elektromobilität, nachhaltige Sachen voranbringen können. Aber trotzdem auch irgendwie mit der Formel E und so weiter halt auch irgendwie den Spaß dabei haben. Genau, dann lass uns doch aufs Green Tech Festival anstoßen. Ja. Mit einem Paulaner 0,0. Machen wir das. Ich hab was mit. Sehr gut. Wir könnten ja auch noch Eis mit Zitrone. Ja, das ist super. Sehr gut. Darf man ja im Flugzeug. Ja, ja klar. 0,0 darf man. Es dürfen schwanger, dürfen alles. Es ist alkoholfrei, da ist immer ein bisschen was drin, aber 0,0. Noch weniger als im Apfelsaft in den meisten. Da ist wirklich nichts drin. Cheers! Dankeschön. Aufs Green Tech Festival. Ich freue mich sehr. Warum trinkt man in Berlin Münchner Bier? Weil es das Beste ist. Weil es das Beste ist. Ich mag das einfach. So, wen würdest du denn gerne mal, unsere Abschiedsfrage, wen würdest du denn gerne mal bei Abgehoben sehen? Wen ich gerne bei Abgehoben sehen würde? Barack Obama. Barack Obama. Tja, das wäre witzig. Was sind denn jetzt noch deine Ziele und deine Wünsche? Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Du bist ja jetzt echt eng verbunden mit dem Rossberg-Team, ne? Also es gibt keine Ziele in dem Sinn, die ich dir jetzt sagen möchte, dass ich in 5 Jahren X, Y und Z mache, sondern ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich möchte die Arbeit und die Unternehmen, in denen ich tätig bin, einfach weiterentwickeln und dann das Maximum rausholen. Ob das bei Quintet ist, ob das bei meinem Startup ist, ob das beim Racing Team ist. Und vielleicht endlich den Flugschein machen. Ja, einen Flugschein machen. Was hält dich denn jetzt vom Flugschein ab? Ich meine, du hast das Know-how, du hast die Kohle, dein Vater hat ein Flugzeug. Du könntest jetzt sogar damit Elektromobilität vorbeibringen. Du könntest hier schön, könnten wir mal die Plätze hier tauschen und so weiter. Was hindert dich denn jetzt daran? Jetzt hast du sogar ein Argument, damit ja auch noch E-Mobilität voranzubringen. Das stimmt. Jetzt habe ich eigentlich keine Ausrede. Du hast gar keine Ausrede mehr. Nee, also ich muss sagen, das fehlt noch. Aber was fehlt noch? Das Geld fehlt noch. Das kriegen wir schnell organisiert. Kann ich einen Spendenaufruf machen? Ja, vielleicht kann Paulana noch was sponsern. Ja, das gibt, aber was ist die Ausrede? Nee, die Ausrede sind einfach 4 Jobs gerade gleichzeitig. Ja. Und zu wenig Zeit. Und ich möchte schon, wenn ich das mal machen sollte, Zeit dafür haben, damit ich ansatzweise nur so ein guter Pilot wäre, wie du das bist. Ja. Und ja, die Zeit nutzen, die man dann hat. Vielleicht in der Frühpension. Nein, es sollte schon früher sein. Es wäre doch mal ein Ziel, alleine, also quasi mit einem Elektroflugzeug über das Green Tech Festival zu fliegen, oder? Ja, das wär's. Da sind wir doch wieder am sicheren Boden. Sehr gut.
Sehr schön, Herr. Es freut mich sehr, dass du mit uns abgehoben bist, dass ihr so viele tolle Firmen und Formate voranbringt. Was ist denn die Lieblingsfirma, in die ihr jetzt, wir haben ja noch ein kleines Stückchen zum Rollen hier, was ist die Lieblingsfirma, in die ihr rein investiert habt oder in die ihr gerade was macht? Ich weiß, ihr seid ein Team und alle Firmen sind gleich toll und so, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so, hey, das catcht dich irgendwie doch persönlich? Also natürlich, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, also so Volocopter und Lilium, ja. Drohnenflugzeuge, ja. Die in der Nico investiert ist, die machen schon sehr viel Hoffnung auch für die Zukunft und die auch sehr, sehr spannend sind, natürlich auch sehr, sehr viel, sehr kapitalintensiv sind, ja. Und noch sehr viel brauchen, aber die schon am richtigen Weg sind und ja, hoffentlich dann bald einmal auch mit denen fliegen können. Ja, die Zertifizierung ist immer das größte Problem, ne? Ja, vor allem in Europa, Deutschland. Ne? Ja. Ja, und dann hast du halt, und deswegen finde ich halt dieses Flugzeug hier auch schon mal faszinierend, dass das einfach hier alles zertifiziert ist und so funktioniert und geht und in Serie produziert wird. Wobei das natürlich was ganz anderes ist als diese Copter, weil man mit denen ja dann autonom remote fliegen kann. Aber ich möchte jetzt mal so ein kleines Shoutout für euch machen, weil ihr macht einfach nur einen mega Job. Ich finde es wirklich cool, dass ihr mal ein neues Format da ist und nicht nur diese, ich meine, es hat ja ein bisschen angefangen mit dem Carpool-Karaoke, das so was Neues war und jetzt macht man es einfach im Flugzeug. Das finde ich einfach mega cool und ihr einfach mega sympathisch das macht. Und ich habe mir die Folgen angeschaut und ich bin ja auch ein Fan von euch und ja, wirklich großes Kompliment. Dankeschön. Coole Serie, die wir fördern und pushen wollen und vor allem jetzt mit Elektro ja noch thematisch mega passend für unser Festival ist. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein Teil zu sein, das unterstützt mit dem ganzen Team und wir beim GreenTech Festival sein dürfen. Ich freue mich. Danke dir vielmals. Ich sag Dankeschön. Schön.